Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Ja, wir spielen weiter, selbstverständlich. Solange, bis es nicht mehr geht. Ja, grausame Absichten, Kapitel 9. Das hört sich sehr vielversprechend an. Jo. Servus. Grüß euch. Ein Sonnenblumenfeld. Eine Krähe. Ein Rabe, wie auch immer. Krähe eher, oder? Rabe? Egal. Was will der Typ mit der Fackel? Warum sind wir... Also so kalt war uns nicht. Castellanos? Detective Castellanos. Jo. Waren das fremde Erinnerungen? Ja, wir fangen komplett zum Spinnen an. So wie es ausschaut. Okay, ich kann die Sie Kamera... Sie haben unruhig geschlafen. Haben Sie Albträume? Haha, sehr witzig. Haben Sie Albträume, gnädiger Herr? Sie schauen so bleich aus. Ja, so blass. Mhm. Hier sind Sie sicher. Ja, ja. Wer es glaubt. Na gut. Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Du ja nix. Bitte beunruhigen Sie die anderen nicht. Die anderen? Welche anderen? Da ist ein Fenster, da sieht man nichts. Dieses Spiel. Also... Unser Detektiv hier wird ja matschig im Kopf, man merkt's ja, ne? Aber ich auch mittlerweile. Ja, ich sehe nicht gut aus. Danke fürs Kompliment. Hä? Erinnerungen können ungewiss sein. Erinnerungen können leicht von anderen verdreht werden. Deshalb sollten wir sie stets pflegen. Was ist das jetzt für ein Bild? Soll das vielleicht... Also die Tochter schaut da ein bisschen komisch aus. Dass beim Jungen da gleich das Gesicht fällt, das kann nur Ashley sein, oder? Er! Ich drehe durch, la 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 la. Ich drehe langsam durch. La li la la, was? Kann mir jetzt bitte einer erklären, warum hier auf einmal die Einrichtung anders ist? Bitte? Die gnädige Frau ist noch da. Aber da schau mal, da ist alles anders. Alter. Fällt das jetzt wieder unter abstrakte Kunst, dieser Tresor Heini, den wir schon besiegt haben, ne? Besiegt, ja. Ja, wir haben ihn besiegt. Das darf man, glaube ich, so sagen. Du heilige Scheiße. Also bei aller Liebe. Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Ja, haha, sehr witzig. Echt, die mit ihrer Scherze. Ich werde auch gleich zu einem Scherz. So. Ja, bitte speichern. Dieses Spiel. Wenn wir da fertig sind, echt, singe ich ein Halleluja. Wirklich wahr. Boah, vor allem dieser komische Psychotyp, ne? Ich wollte nur schauen, ob wir einen Schlüssel haben, ich glaube nicht, ne? Na. Können wir da was nehmen? Nein. Irgendwo, alles leer, passt, wunderbar. Puh, dieses Spiel, Alter, mir geht schon wieder die Bomben. Es ist unglaublich. Scheißlich ungut. Anders kann man es gar nicht mehr sagen. Echt. Aha, das geht nicht. Okay, ich darf nicht durch. Dann halt nicht.
Gespeichert haben wir. Jetzt können wir wieder schön verrecken. Ist schon wurscht. Hier durch. Ich hätte das nicht machen sollen. Ich hätte vielleicht noch was lernen sollen. Alter. Hä? Ja, ja. Ist schon recht. Kann ich laufen? Nein, ich kann nur gehen. Okay. Servus, Kumpel. Ja. Ich würde gern wieder zurück, bitte. Gott sei Dank habe ich gespeichert. So, grünes Gelee und ein großer Abgrund. Ich würde mich gerne runterstürzen, dann wäre das Spiel vorbei. Leider haben wir es dann nicht zum Ziel geschafft, egal. Ja. Das Ganze hier ist ja auch scheißlich ungut. Kann man gar nicht anders sagen, ne? Das ist wirklich scheißlich ungut. Puh. Aber ich singe echt ein Halleluja. Also für mich selber. Sonst kriegt sie noch Ohrenkrebs, unabsichtlich. Wenn wir das geschafft haben, ehrlich. Puh. Und heute muss ich echt viel zusammenbringen, weil das ist jetzt das Wochenende, bevor die neue Erweiterung von World of Warcraft startet. Und jetzt muss ich wahnsinnig viel aufnehmen, damit ich dann schön in meinem Urlaub ein bisschen WoW zocken kann. Und natürlich auch aufnehmen, aber ich hasse es. Ja. Okay, ich versuche gerade zu quatschen, Vollgas, damit ich meine Nerven beruhigen kann, was leider nicht viel hilft. Das Haus habe ich schon mal gesehen. Schön für dich, das freut mich. So. Was haben wir denn alles bekommen? Granaten. Ja, die kann man nicht zu wenig haben. Eine einzige Spritze habe ich noch. Mhm. Ich war etwas verschwenderisch. Gut. Kein einziges Feuerzeug. Dings mehr Streichholz. Oh Gottchen. Dieses Anwesen. Ich war noch nie, aber. Doch, oder? Ist das nicht die Irrenanstalt zu Beginn des Spiels? Nö, oder? Das täuscht. Oder? Na, das täuscht, gell? Das täuschte mich. Das täuscht mich. Alter, ich werde wieder sterben. Ich weiß es jetzt schon. Verrecken durch die Bank. Lalila. Ich suche nach Sachen. Ich hoffe, dass ich hier was finde. Ich muss auch mit dem Sprechen aufpassen, dass es mich nicht irgendwann so erschreckt, das Spiel, dass ich mir unabsichtlich auf die Lippen oder auf die Zunge beiß. Nicht, dass ich dann noch ins Krankenhaus auch noch müsste. Was gibt's denn dann an? Ja, ich habe die Evil Within gezockt und habe mich so erschrocken, dass ich mir unabsichtlich auf die Zunge gebissen habe. Ja. Ja, yeah, Munition. Ich brauche so viel. Ich brauche so viel Munition. Dass das gar nicht mehr in Worte zu fassen ist. Boah, ich habe Angst, dass da wieder eine Bärenfalle oder so ist, ne? Bei diesem hohen Gras sieht man ja wieder mal nichts. Außer man rennt dann halt rein, ne? Yeah. Yeah. Munitionchen, Munitionchen. Aber nur ein Schuss. Das ist eine Frechheit, echt. Aber da scheint nichts zu sein, ne? Gut. Nachladen. Nachladen. Eine Schrothammer. Gott sei Dank. Da haben wir ein bisschen. Da was. Ja, okay. Pistole. La 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 la. Wir sind nicht nervös, wir sind die Ruhe in Person. Ja, das sind wir. Es ist alles gut. Nichts passiert.
Da ist nix. Sauerei ist das schon echt blöde. Blöde Fasseln. Ich soll vielleicht noch nicht zu nah zum Anwesen gehen. Da. Da haben wir was. 500, super. Dann können wir ja schon wieder was lernen. Puh, Alter, bin ich nervös. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 Wochen nicht mehr gespielt oder so. Bist du gescheit. Und jedes Mal ist es nervenaufreibend. Ich glaube, das kann man so sagen. So. Ich lade doch mal... Okay, den Revolver, die Pistole kann ich nicht auffüllen. Haben wir noch... ja, die geht. Sehr gut. Rein damit. Das kann man immer brauchen. So. Also zielen, rechte Maustaste und dann schießen. Ja, ich muss wieder reinkommen. Ich bin voll nervös. Ich bin voll nervös. Aber es wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern, was mir so mein linker Hüftknochen verrät, dass wir bald mal beim Endgänger sein werden, ne? Weil mir der Kerl echt leid tut, ne? Der tut mir halt richtig leid. Dankeschön. Nochmal 500. Cool. Cool, 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 cool. Da vielleicht auch noch was? Munition würde mich auch freuen. Schaut nicht so aus. Alter Schwede. Ich hätte mir vielleicht noch einen Kamillentee machen sollen. Zum Nerven beruhigen. Na dann. Hey! Na, wartet! Ich will mit. Dass die beiden noch leben, ist ja Wahnsinn. Und Licht wäre auch schön, denke ich mal, ne? Da ist wieder so finster. Ich glaube, wir haben gerade eine Spritze bekommen, ne? Also. Und nun? Oh Gott, ich höre einen Safe Room. Da ist er. Und nun schauen wir uns mal kurz um. Wir hauen Sachen zusammen, in der Hoffnung, dass wir noch was Grünes finden. Ein Mechanismus. Mein Herz schlägt schon wieder zu schnell. Viel zu schnell. Geräusch, Alter, mich trifft noch der Schlag. Da ist nix, okay. Alter, mich trifft echt gleich der Schlag. So, gehen wir mal das Erstbeste machen. Gehen wir mal speichern, ne? Was haben wir denn da Schönes? Alter. Ausschnitt aus der Crimson Post. Kind und Babysittern sterben tragisch bei Hausbrand in Kimson City 11. Februar 2012. Autsch. Trotz des schnellen Eingreifens und der Bemühungen der Feuerwehr forderte gestern Nachmittag ein sich schnell ausbreitendes Feuer in einem Wohnhaus das Leben eines jungen Mädchens und seiner Babysitterin in Ridge Crimson City. Ich hoffe, ich sage das richtig. Rich, ist egal. Ich kann wieder nicht scrollen übrigens. Der 5-jährigen Lily Castellanos und ihrer Babysitterin. Was? Achso. Juanita Flores. 56 gelang es zu fliehen wahrscheinlich. Das heißt, die Lily hat überlebt. Aber dafür ist jemand anderes gestorben. Wahrscheinlich, ne? Vielleicht, eventuell gibt es hier ein Kartenfragment. Schaut nicht aus. Nein, schaut nicht aus. Dann gehen wir mal hier durch, Alter. Ich hab's gewusst. Was gewusst? Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen?
Ja, danke fürs Erinnern, mache ich gleich. Was haben wir hier? Leichen nahe Landhaus gefunden. Leichen in der Nähe vom Landhaus gefunden. Identifizierung kann Wochen dauern. Außerhalb des Victoriano-Anwesens wurden 4 Leichen gefunden. An den Toten scheinen mehrere stümperhafte Operationen durchgeführt worden zu sein. Pfui Teufel. Schön. Also hat sich tatsächlich der ganze Raum hier geändert. Okay. Was haben wir denn da? Ruben, vermisst. Ruben Victoriano, geliebter Sohn der wohlhabenden Familie Victoriano, ist seit dem Brand auf dem Familienanwesen verschwunden. Ah, das ist der Bursch. Der da. Wo das Gesicht fehlt. Okay. Oh, um Gottes Willen. Servus, ich will einmal speichern, bitte. Bevor ich noch gänzlich den Verstand verliere. Ich bedanke mich. So. Gut. Okay. Wir müssen mal wirklich mit dem grünen Gelee arbeiten. Ich habe keine Ahnung, was ich skillen soll. Da sich das Leben steigern bei mir nichts bringt. Ich bin ja immer halb tot. Würde ich gerne auf die Munition und Waffen gehen. Wobei ich auch nicht mehr weiß, ob wir überhaupt das Limit hier schaffen können mit den möglichen Tragbahnen und so weiter, ne? Ja. Scharfschützengewehr, Munition plus 2 mitnehmen. Ich glaube, das machen wir mal. Das kostet 3000. Schrotflinte, ebenfalls 2 mehr, nehmen wir auch mit. Kaliber plus 5. Puh, dann wären wir schon fertig, ne? Was hätten wir denn noch hier? Fitness. Maximaler Sprint. Waffentechnisch. Die Feuerrate könnte man noch machen. Nachladegeschwindigkeit. Magazinkapazität und Crit. Da entweder oder. Ich würde sagen, die beide dann auch, ne? Die Schrot ein bisschen besser machen. Oder? Erhöht die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Todes von Gegnern durch einen Kopfschuss um 10%. Um 20%. Gehen wir vielleicht doch auf Crit. Gehen wir auf Crit. Vielleicht haben wir das Glück und es gelingt uns Unmögliches. Jo. Da hätten wir noch was. Also die Spritzen gehen ja, was sind schon abgeschlossen. Ich glaube, sonst gibt es nichts mehr zum Skillen, ne? Da haben wir überall zu wenig. Da wäre noch was. Scharfschützengewehr, Feuerrate. Magazinkapazität. Ich glaube, das können wir machen. Jetzt sind wir pleite. Gut, Gott sei Dank. Hoppala. Dann speichern wir das Ganze nochmal. Was, da sind schon fast 20 Minuten vergangen? Jetzt aber Blödsinn jetzt, oder? Wo ist denn jetzt die Zeit hin? Also das schockiert mir jetzt aber schon. Kann man das lesen? Nein. Also das schockiert mir jetzt schon heftig. Das muss ich jetzt schon sagen. Na gut, dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Und schauen uns im nächsten Part dieses komische Anwesen an, ne? Na gut, ihr Lieben, so schnell kann's gehen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!